Mitten in Berlin, unter den Linden, direkt neben dem Deutschen Historischen Museum, steht das Reiterdenkmal Friedrichs des Großen. Als es am 31. Mai 1851 feierlich enthüllt wurde, hatte schon begonnen, was nach dem Tod des preußischen Königs im August 1786 undenkbar schien. Friedrich II. War zum Gesamtkunstwerk geworden. Und wie auf einer Baustelle arbeiteten viele am Bild des als genial geltenden Politikers, Künstlers, Feldherrn und Philosophen. Baukräne stehen hier übrigens nicht zum ersten Mal. Denn im Juli 1950, befreit von der im Zweiten Weltkrieg Splitterschutz bietenden Ummauerung, ließ der Ostberliner Magistrat das Denkmal abbauen, als Inbegriff des Militarismus und eines nur reaktionären Preußen. Doch schon Anfang der 80er Jahre wurde Friedrich und mit ihm Preußen in der DDR wiederentdeckt. So bildet sich bereits im Geschick des Reiterstandbilds etwas von der wechselnden Wahrnehmung Friedrichs des gar nicht immer Großen ab. Sein 300. Geburtstag bietet dem Deutschen Historischen Museum, dem größten historischen Museum der Republik, eine gute Gelegenheit, genau diese wechselnde Wahrnehmung des Königs zum Thema zu machen. Seit dem 21. März 2012 ist die Ausstellung im Paibau zu sehen. Die Kuratorin der Ausstellung, Frau Dr. Leonore Koschnick. Wir beginnen mit dem Tode Friedrichs am 17. August 1786. Und seitdem hat sich viel ereignet, was auch mit dem König selbst gar nicht so viel zu tun hat, was aber sehr viel erzählt über die Geschichte der Interpretation in den letzten 220 Jahren. Dies ist ein breit gefächertes Spektrum, was wir hier erzählen. Und ich glaube, jeder wird etwas finden, von der Anekdote über den Kult und den Kitsch bis hin zur Satire, der König im Spiegel der Satire. Aber auch überraschende Perspektiven sind zu entdecken. So dieser Blick auf das Zeughaus, der sich auf einem Gemälde von Eduard Gärtner in den Ausstellungsräumen wiederfindet. Wie heute neben dem Reiterdenkmal, das in einer verkleinerten Teilreplik von 1857 den Weg vom Museum Lützen nach Berlin gefunden hat. Bereits kurz nach der Grundsteinlegung des Friedrich-Denkmals unter den Linden wurde das Idol zu Pferde auch im Wohnstubenformat für den Kaminsims gefertigt. Gießereien und Porzellanmanufakturen befriedigten die stetig wachsende Nachfrage. Im Rahmen dynastischer Traditionspflege entstanden ebenfalls Nachbildungen des Rauschen Reiterdenkmals. Sie fanden sich, wie hier zu sehen, etwa bei den Feiern zum 200. Geburtstag 1912 im Weißen Saal des Berliner Schlosses. Auch Werbung mit dem alten Fritz ist denkbar. Und wer sich im Potsdamer Rexpilz-Bierplakat spiegelt, ist der Schauspieler Otto Gebühr in seiner Paraderolle als Friedrich der Große. Eindrücklich illustriert das zweiteilige Gemälde Preußische Pietà ein ganz anderes Friedrich-Bild. Der Westberliner Maler Wolfgang Petrick zeigte 1987 den König als Schmerzensmann, dessen Pferd über der Berliner Mauer hängt. Friedrich, gerade auch der zu Pferde, provozierte immer neue Darstellungen und Interpretationen. Man kann natürlich auch, das wusste schon Wilhelm Busch, sein ganz eigenes Bild vom alten Fritz entwerfen. Zum Beispiel machen wir zum Spaß mal erstens das. Dann zweitens zur Erheiterung kommt dieses als Erweiterung. Zum dritten wie auch zum Vergnügen ist Folgendes hinzuzufügen. Hierauf noch viertens mit Pläsier gelangen wir zu diesem hier. Zum Schuss noch dieses, ei, Potzblitz, da haben wir den alten Fritz. Friedrich der Große, verehrt, verklärt, verdammt. Noch bis zum 29. Juli 2012 im Deutschen Historischen Museum.